Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge, und zwar Folge 67. Wir haben heute Montag, den 30. September 2013. Und ja, wir befinden uns wieder auf der Map Alheim und wir fahren, wie versprochen, die Rücktür von Derenhofen Bahnhof zum Hauptbahnhof Alheim. Pardon. Ich habe ein bisschen Erkältung und ja, ist halt ein bisschen kacke. Aber naja. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch an zwei Zuschauer grüßen. Zwar einmal den Felix und einmal den Fantastic 11 HD grüßen, die immer fleißig meine Videos angucken und bewerten. Vielen Dank und danke, dass ihr mir folgen tut und immer meine Videos anschauen tut, und euch allen Abonnenten natürlich auch vielen Dank, dass ihr mich tapfer verfolgen tut, wann eine neue Folge online ist, und natürlich auch ein Dank ans Abonnieren. Ja, also Elektrik an. Ich hatte zuerst ehrlich gesagt, meine zweite Aufnahme, ich hatte zuerst einen neuen ENB-Mod drin, ne? Den habe ich schon um sie vorhin gesehen. Aber es bringt mir nichts, dieser Mod. Da hat sich mein Spiel aufgehangen. Dauernd. Und tja, das ist halt scheiße. Das kann ich euch nicht bieten. So. Ich habe deswegen wieder den alten ENB-Mod. Der gefällt mir auch. So, jetzt müssen wir Heizung erstmal alles aufdrehen, weil es ist kalt draußen. 15 Grad und wir haben Schmuddelwetter am Montagmorgen. So, gerade reinstrecken. Stecken. Okay. Kurs 1. Ich hoffe, der Atomdrucker. Der Atomdrucker kann mich mal sowas von kreuzweise diesmal wieder. Das gibt es wieder nicht. Ich hätte vorhin das Problem, dass der Atomdrucker mir die Verspätung nicht anzeigen wollte. Jetzt geht's. Irgendwie muss ich zuerst eine Stunde Babylon aussehen. Aber naja. So. Jetzt haben wir soweit alles. Bisschen Bremse durchtreten, ein bisschen Druckluft reinlassen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe heute was, ein paar Kleinigkeiten zum Quatschen mitgebracht. In der ETS-2-Folge hätte ich zwar mehr gehabt, aber es ging leider nicht. Den Grund werde ich euch auch noch gleich erzählen. Aber jetzt fahren wir erstmal zur Starthaltestelle und wir werden erstmal gleich Manfred noch mal wieder begrüßen. Na, hab ich's noch drauf. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein, okay. Ja, logischerweise habe ich hier ein Lot vergessen. Das waren jetzt 5. Danke. Morgen. Ich muss erstmal wieder klar zurechtfinden hier. Ich brauche eine Bootstrecke, bitte. Weil dieser Drucker ist ja nach Dankeschön. Euro. Die haben ja die D-Mark Währung. Und ich habe ja eine Woche lang keine Umsicht mehr gezockt. Deswegen muss ich mich gerade wieder zurechtfinden. Aber ich komme gut aus. Ja, Heizung ist an. Läuft perfekt. Manfred ist diesmal heute nicht da. Oder lass uns
Nein, das würde ich jetzt nicht erreichen. Nein. Scheiße. Da bin ich wieder. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich weiß jetzt, welche Taste es war. So. Schauen wir kurz am Desktop nach, ob genau. Ach, heute ist mal wieder eine schwere Geburt mit mir hier. Unglaublich, ne? Ja. Wir haben Abfahrt. Anlage Steinweg. Das war mein Freund. Ja, entschuldigt wegen meinem Husten. Ich habe mir eine Erkältung eingeholt. Zurzeit sind alle aus der Truppe. Ausbildungsjahr erkältet und meine Eltern auch und lässt sich ja super verbreiten. So was für die Spitze. Also von daher bitte entschuldigt, wenn ich ab und zu mal husten muss. Guten Morgen. Morgen. Einmal kurz Strecke, bitte. Eine Frage, aber bitte. Ja. Kommen wir mal zum Beispiel jetzt mal zum Gespräch, also mein Gespräch zum Thema. Und zwar zur dieser letzten Woche. Leider ist die Eurotruck Simulator 2 Woche ausgefallen. Grund dafür war eine technische Panne. Ich habe über 60 Minuten Videomaterial umsonst aufgenommen, da die TSM-App abgestürzt ist. Und ich hatte noch die alte Version von ETS 2, also ich habe nicht geupdatet auf 1.5, da habe ich nicht gemacht, weil ich weiß, dass TSM-App nicht funktioniert. Und ja,
Abschlüsse, alles drum und dran. Und werde ich ja wieder installieren, wenn alles ordnungsgemäß funktioniert. Ja, auf jeden Fall war es so. Guten Morgen. Hallo. Das Problem war, ich nehme es jetzt immer Freitag nachts auf. So. Diesmal musste ich aber Samstag zum Sonntag machen. Weil Freitagabend bin ich irgendwie eingepennt und war Samstag früh 2:30 wach und dachte nur. Nächster Halt. Stormstraße, Schule. Dachte nur, ach du Scheiße, du musst dir dein Let's Play aufnehmen, was du noch machen wolltest. Tja, war nur schwer. Ich war sowas von todmüde. Ich konnte einfach nicht mehr aufnehmen. Ich weiß nicht. Ihr kennt es doch bestimmt auch. Ihr werdet wach. So. Kommt überhaupt nicht aus der Potte, wenn man einfach zu müde ist. Man hat einfach die Lust nicht mehr, was zu machen. Das ist das Problem. Das hatte ich auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann Samstag späten Abend aufgenommen, zu Sonntag. Und den muss ich immer mal. Ihr wisst, habe ich ja die Kollision ausgeschaltet. Zum Glück, sonst wären wir nach hinten gerollt. Der Arschloch hätte mich gerammt. Ja, auf jeden Fall habe ich Samstag aufgenommen zum Sonntag. Und am Sonntag gegen Mittag rum wollte ich rennen. Und es ging nicht zu rennen, da die Dateien beschädigt sind. Und warum? Weil ich habe die Aufnahme nicht abgebrochen während des Absturz. Das war mein Fehler. Das Spiel ist nicht nur einmal abgestürzt, es war viermal. Und das war scheiße. Da war meine Stimme im Keller. So. Wie es dann weitergeht, werde ich euch in der nächsten Folge erzählen, weil diese Folge ist jetzt rum. Ja. Ich werde jetzt eine alte Stelle fahren. Und dann. Das. Okay, kann ich auch noch erzählen, was noch war. Auf jeden Fall habe ich gerendert Sonntag und ja, es ging nicht rennen, weil da die Datei beschädigt ist. So. Ich musste aber dann auch noch weg. Das war das nächste Problem. Ich habe erstmal auf Facebook erstmal schon gepostet, dass alles ausfällt. Und Sonntagabend, wo ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, Scheiße. Du musst dir irgendwas einfallen lassen. Du musst wenigstens diese Woche ein Video haben. Wenigstens ein Video. Ja, und dann kam mir halt die Idee mit meinen Bahnvideos. Nächste Video und weiteres werdet ihr in der nächsten Folge erleben. Macht einen Daumen nach oben, kommentiert und bis morgen.